Meine Frau, bitte machen Sie sich bequem. Mein Name ist Gras von der Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege Ritter. Guten Tag. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Gibt es denn was Neues? Hat sich Ihre Tochter in der Zwischenzeit gemeldet? Nein, nichts. Wir haben seit Montagnachmittag kein Lebenszeichen mehr von ihr. Schauen Sie, das ist Shirin. Wie alt ist denn Ihre Tochter? Sie ist im März 21 geworden. Sie studiert und möchte Lehrerin werden. Und seit 4 Monaten ist sie verlobt. Wann soll denn die Hochzeit sein? In 2 Monaten. Die ganze Familie ist schon da. Und wir sind seit Wochen mit den Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt. Aber jetzt ist Shirin spurlos verschwunden. Meine Herren, das habe ich bereits alles Ihren Kollegen gesagt, als ich die Vermisstenanzeige aufgegeben habe. Sie wären nie freiwillig verschwunden. Shirin hat sich so auf ihre Hochzeit gefreut. Können Sie uns vielleicht etwas über den Verlobten Ihrer Tochter erzählen? Sinan Rahimi. Er kommt aus einer sehr guten Familie. Ich bin mit seinem Vater zur Schule gegangen. Was macht Ihr zukünftiger Schwiegersohn denn beruflich? Er steckt gerade mitten in den Prüfungen für sein Jurastudium. Später wird er in der Kanzlei seines Vaters einsteigen. Und als Shirin am Montagabend nicht nach Hause kam, haben wir direkt mit ihm telefoniert. Aber auch er hat nichts von Shirin gehört und er macht sich genauso große Sorgen wie wir. Was ist denn mit Freundinnen Ihrer Tochter? Haben die vielleicht was gehört? Nein, wir haben schon alle gefragt. Niemand weiß, wo sie ist. Ich bin sicher, Shirin wurde entführt. Für ihr plötzliches Verschwinden gibt es für mich keine Erklärung. Hat sich denn schon irgendjemand gemeldet bei Ihnen? Nein. Sie glauben also, dass es sich um eine Entführung handeln könnte? Demnach müsste es dann um ein Lösegeld gehen. Würde sich das finanziell bei Ihnen lohnen? Allerdings, ich komme aus einer wohlhabenden Familie und verdiene auch hier mit meiner Arztpraxis sehr gut. Gut, wir würden uns ganz gerne das Zimmer Ihrer Tochter ansehen. Haben Sie hier aufgeräumt? Nein, Shirin ist einfach sehr ordentlich. Wissen Sie, ob Ihre Tochter einen Koffer oder Kleidung mitgenommen hat? Nein, ich habe schon alles nachgeschaut und es ist alles noch da. Sie hatte nur ihre Geldbörse mit in ihrer Handtasche und ihrem Handy dabei. Sie haben ja sicherlich schon versucht, Ihre Tochter telefonisch zu erreichen. Natürlich, seit Montagabend unentwegt, aber Ihr Handy ist ja ausgeschaltet. Wann haben Sie Ihre Tochter denn zuletzt gesehen? Montagmittag. Wir haben noch gemeinsam gegessen und dann ist sie so gegen 15 Uhr in die Stadt. Hat sie da vielleicht gesagt, was sie vorhat, wo sie hin will? Ja, sie wollte sich in einigen Blumengeschäften umschauen, um sich für die Hochzeitsdekoration Inspiration zu holen. Wäre ich doch bloß mitgegangen. Sie müssen sich keine Vorwürfe machen. Hören Sie, unsere Kollegen im Büro werden jetzt erstmal dafür sorgen, dass das Handy Ihrer Tochter geortet wird. Außerdem werden Sie mit dem Verlobten Ihrer Tochter. Wer von den beiden Männern ist denn jetzt der Verlobte Ihrer Tochter? Das sind die beiden. Das Foto ist an Shirins Geburtstag gemacht worden. Und der junge Mann hier, wer ist das? Das ist Babek, Shirins Bruder. Er lebt seit einem Jahr im Iran und wir haben kaum noch Kontakt zueinander. Und er wird doch nicht zur Hochzeit kommen. Shirin ist meine ganz große Liebe. Ich weiß echt nicht, wie ich ohne sie weiterleben soll. Hat Ihre Verlobte denn das Gleiche für Sie empfunden? Ja, natürlich. Schauen Sie. Das hat sie mir letzten Sonntag erst geschenkt. Seit ich dich kenne, liebe ich dich. Seit ich dich sah, will ich dich halten. Mein Herz sehnt sich nach dir bei Tage. Und in der Nacht träume ich von dir. Sie müssen sie finden, bitte. Ich flehe Sie an. Sie müssen sie finden. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, was in unserer Macht steht.
Und sobald wir Neuigkeiten haben, rufe ich sie an. Okay. Morgen. Gibt's schon eine Lösegeldforderung? Nee, bei den Eltern ist noch nichts eingegangen. Und wenn du mich fragst, da kommt auch nichts mehr. Aber wir haben das Ergebnis der Handyortung. Und? Also, das Telefon wurde am Montag 15 Uhr das letzte Mal in der Nähe des Elternhauses geortet. Und danach kein Signal mehr. Merkwürdig. Mir geht sowieso die ganze Zeit was im Kopf rum. Als wir gestern in der Wohnung der Eltern waren, da war irgendwas komisch. Wieso? Was meinst du? Überall im Wohnzimmer hingen Fotos von der Familie. Weißt du noch? Ja, na und? Nur im Zimmer von Shirin war auch ein Foto von ihrem Bruder Babak. Er lebt seit einem Jahr wieder im Iran. Ist auch nicht zur Hochzeit eingeladen. Als ich die Eltern darauf angesprochen habe, da ist die Stimmung total gefallen. Weißt du noch? Ja, und was meinst du, was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung, aber da steckt auf jeden Fall mehr dahinter. Mein Mann ist nicht da. In der Praxis hat es einen Notfall gegeben. Okay. Gab's schon Anrufe? Nee, gar nichts. Okay. Würdest du uns kurz allein lassen? Okay. Frau Mahmoudi, bezüglich Ihrer Familie hätten wir noch ein paar Fragen. Ja, sicher. Ich werde Ihnen helfen, wo ich kann. Gab's in letzter Zeit in Ihrer Familie vielleicht Spannungen oder Probleme? Das kann man so sagen, ja. Momentan ist mein Mann nicht besonders gut, auf unseren Sohn zu sprechen. Dürfen wir auch erfahren, warum? Er hat ihn verstoßen. Und aus welchem Grund? Mein Mann hat für unseren Sohn eine Ehefrau ausgesucht. Und Babak hat sich geweigert, diese Ehe einzugehen. Und dann hat er auch noch sein Medizinstudium aufgegeben und ist Musiker geworden. Das war zu viel für meinen Mann. Hatte Ihr Mann vielleicht auch den Verlobten für Ihre Tochter ausgesucht? Ja, Sinan. Könnte das nicht der Grund für das Verschwinden Ihrer Tochter sein, dass es vielleicht gar keine Entführung gab? Nein, 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 auf gar keinen Fall. Shirin hatte sich doch bereit erklärt, sich mit dem Verlobten zu treffen. Und dann haben die beiden sich auch noch ineinander verliebt. Auf den ersten Blick. Aber es könnte doch auch sein, dass Ihrer Tochter das Ganze zu viel geworden ist und sie zu ihrem Bruder in den Iran gefahren ist. Brauchst du nicht in den Iran fahren. Babak lebt hier, in der Stadt. Und Shirin weiß das. Ich habe die ganze Zeit Kontakt zu ihm gehalten. Aber Moment, Sie sagten aber, er lebt im Iran. Oder nicht? Das war eine Lüge. Wegen meinem Mann. Das heißt, er lebt hier in Deutschland. Frau Mahmoudi, Ihnen ist schon klar, dass wir mit Ihrem Sohn sprechen müssen. Ja, sicher. Aber bitte, sagen Sie nichts meinem Mann davon. Ich mache mir richtig Sorgen um meine Schwester Shirin. Ihre Mutter hat Ihnen also schon erzählt, dass Ihre Schwester verschwunden ist? Ja, sie hat mich Montagabend heimlich angerufen, hat mir alles erzählt. Und ich bin mir sicher, dass Shirin abgehauen ist, weil sie ihr Verlobten nicht heiraten wollte. Naja, also, wir haben ein Liebesgedicht gefunden, das hat ihre Schwester ihrem Zukünftigen geschrieben und das klang eigentlich sehr verliebt. Was? Das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Nein. Hat sich ihre Schwester bei Ihnen gemeldet? Nein, leider nicht. Ich wünschte, es wäre so. Dann hätte ich ihr auch sofort geholfen. Naja, also ihre Mutter ist auf jeden Fall davon überzeugt, dass Shirin sich sehr auf die Hochzeit gefreut hat. Meine Mutter glaubt doch nur das, was sie glauben will. Sonst würde ihr die heile Welt zusammenbrechen. Warum sind Sie da so sicher? Ja, weil meine Schwester vor ihrer Verlobung ein heimliches Verhältnis mit einem Deutschen hatte. Was? Mit wem denn? Der Lars Thormann. Ja, und warum hat sie das Verhältnis vor ihren Eltern verheimlicht? Weil sie ganz genau gewusst hat, was unser Vater von ihr erwartet. Und weil sie ganz genau gesehen hat, wie er reagiert, wenn man seine Wünsche nicht erfüllt. Schließlich hat sie das ja auch bei mir hautnah miterlebt. Können Sie uns über diesen Lars mehr erzählen? Ja, klar. Da hat eine Schreinerwerkstatt hier in der Stadt. Die beiden waren ein tolles Paar. Lars war genau der Richtige für meine Schwester Shirin. Ja, und was ist passiert, dass sie sich mit diesem Sinan verlobt hat? Ja, sie hat sich natürlich von Lars getrennt. Aber das hat sie nur gemacht, weil sie sich nicht mit unserem Vater anlegen wollte. Glauben Sie mir, wenn Shirin sich irgendwo versteckt,
dann bei Lars.